Martina, wie geht's dir? Gut, wieder. Bin auf einem guten Weg, habe mich erholen können von den letzten Monaten, vielleicht auch von den letzten Jahren. Das Aus bei der WM, das ist jetzt 3,5 Monate her. Was sind deine Erinnerungen unmittelbar an die Stunden nach dem Schlusspfiff? Es ist erstmal eine Fassungslosigkeit, eine Sprachlosigkeit ein Stück weit. Dann musste ich mich versuchen, gleich zu sortieren. Und die erste Emotion war natürlich auch jetzt neben meiner eigenen Enttäuschung zu versuchen, den Spielerinnen im Team ein Stück weit Support zu geben, Unterstützung zu geben, obwohl ich auch weiß, dass es nicht geht. Das will in dem Moment niemand hören und trotzdem versucht man es. Und dann eben, ja, erst mal selber klarzukommen, mich erst mal einen Moment zurückziehen müssen. Fühlt sich dann, wie gesagt, erstmal sprachlos, ein Stück weit auch kaputt und einsam und müde. Und ja, das sind dann so die ersten Emotionen, die dann kommen. Die WM war vorbei, ihr wart wieder zu Hause und dann habt ihr relativ schnell angefangen, das Geschehene aufzuarbeiten mit dem Trainerstab, mit den Spielerinnen, mit der Führung. Wie hat es konkret ausgesehen? Konkret hat es ausgesehen, dass wir uns ja zusammengesetzt haben, schon in Australien gesagt haben, wie machen wir es jetzt? Dadurch, dass wir ja eigentlich alle Zeit hatten, weil wir gedacht haben, wir sind noch länger in Australien, war klar, wir setzen uns relativ schnell zusammen. Und dann haben wir uns in Frankfurt 8 oder 9 Tage nach der WM getroffen mit dem gesamten Trainerinnen-Team und mit der sportlichen Führung. Nach der ersten Analyse haben wir dann gesagt, okay, es braucht Veränderungen, es braucht Anpassungen. Und eine Fragestellung war natürlich, braucht es eine personelle Veränderung in unserem Trainerinnen-Team? Und wenn ja, betrifft die dich? Wie sieht die aus? Und daraufhin habe ich gesagt, ja, dann betrifft sie ja in erster Linie mich, weil ich bin die Bundestrainerin und bin die Chefin. Darüber muss ich mir natürlich Gedanken machen. Und das passiert ja automatisch. Als Trainerin, als Person, als Mensch, mit meinen Ansprüchen, meinen Werten, stelle ich mir dann die Frage, bist du die Richtige? Schaffst du es, dass man eine Basis hat für erfolgreiches Zusammenarbeiten und nicht für irgendeine Zusammenarbeit? Weil unser Anspruch muss sein, die Basis zu haben, möglichst erfolgreich zu arbeiten. Somit habe ich gesagt, okay, wir treffen uns wieder 4 Tage später, ich mache mir Gedanken. Habe dann natürlich viele Gespräche geführt, bin mit mir natürlich auch in die Kritik gegangen, habe überlegt, wo warst du gut, wo warst du nicht gut, wo hättest du mehr Verantwortung übernehmen müssen. Also viele, viele Fragen. Und ich habe ja vorher gesagt, ich laufe nicht gern weg im Leben, stelle mich den Herausforderungen und habe dann für mich beschlossen, mit der entsprechenden Analyse, ja, ich mache erst mal weiter. Aber es war ambivalent bei mir. Ich hatte zwischendurch immer wieder das Gefühl, kannst du das, schaffst du das? Mir ging es nicht gut, mir ging es vor der WM schon nicht gut. War alles sehr anstrengend die letzten Jahre. Aber ich habe gesagt, ja, ich versuche es. Das war mittwochs. Mittwochs bin ich dann nach Hause gefahren mit diesen Gesprächen, mit diesen Gedanken. Habe aber zwischendrin immer wieder gemerkt, da sind Ängste. Da ist eine Unsicherheit, da ist eine Leere in meinem Kopf. Ein paar Fragen von meinem Trainerteam konnte ich gar nicht ad hoc beantworten. Und bin dann nach Hause und habe dann hier mit meinem Mann nochmal gesprochen und habe auch in den 10 Tagen davor schon gemerkt, dass ich mental echt Mühe habe. Weil immer, wenn mich jemand gefragt hat, Martina, wie geht's dir? Dann war es schwierig. Zumal ich ja auch viel Kritik bekommen habe, vieles ich mir anhören musste, was ich natürlich auch ein Stück weit auf meine Person habe beziehen müssen. Und in dem Gespräch mit meinem Mann bin ich dann quasi komplett zusammengebrochen, hatte vorher schon schlaflose Nächte, habe vorher schon, vor allen Dingen in der Nacht, bevor ich mich entschieden habe, weiterzumachen, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, musste mich erbrechen, war gestresst, war einfach innerlich leer, müde, kaputt, als ob dir jemand den Stecker zieht. Da habe ich gesagt, was machst du jetzt damit? Du kannst jetzt nicht nächste Woche, du kannst nicht am Sonntag eine
weitere Analyse mit deinem Trainerteam machen, am Montag beim Leadership Festival sein, dann mit den Frankfurterinnen, mit den Münchner und mit den Wolfsburgerinnen sprechen, weil du wirst gar nicht in der Lage sein, sachlich, konstruktiv, positiv, also das, was es in dem Moment gebraucht hätte, positiv nach vorne zu schauen, mit einem klaren Plan, mit einer klaren Idee, Vertrauen wieder aufzubauen. Das hätte ich nicht leisten können. Kurz zwischendurch jetzt oder lässt du das ganz in Ruhe, was da passiert? Dann sag mir, wie begleitest du die deutsche Mannschaft aktuell und vor allem mit welchen Wünschen auch? Also nochmal trotzdem zur ersten Frage. Also für mich war es klar, Horst Rubesch, also wir haben ja vorher, als damals diese Übergabe war, Kontakt gehabt, ein gutes Gespräch. Ich schätze Horst. Ich weiß, wie er den Weg geht. Ich weiß, wie Thomas Nürnberg arbeitet, weil ich lange mit ihm ja auch zusammengearbeitet habe. Von daher war es in dem Moment nicht notwendig, weil ich war immer mit Britta Karlsson in Kontakt und wusste, die Dinge, die laufen da. Das ist völlig klar. Da wird Britta die Unterstützung sein in der Gegenseitigkeit für Horst und für Thomas Nürnberg. Deshalb da auch nicht jetzt der unmittelbare Kontakt. Ich hätte das als störend empfunden. Jetzt für den Prozess. Weil ich glaube, dann ist es wichtig, ihr macht jetzt. Die machen jetzt. Und ihr macht es gut. Punkt zwei, natürlich habe ich alles begleitet, alles geguckt, mir alle Spiele angeschaut. Ich habe, wie gesagt, auch mehrfach die Botschaften gesendet. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin mit Herzen bei dieser Mannschaft. Nochmal, ich war mit Stolz Bundestrainerin. Ich habe alles, was ich geben konnte, nach bestem Wissen und Gewissen reingegeben. Meine Leidenschaft ist das, zu tun, diesen Fußball zu lieben. Und jetzt hoffe ich einfach, dass auch alle Beteiligten aus den Dingen, die wir nicht gut gemacht haben, auch ihre Learnings ziehen, dass sie noch mehr Herausforderungen besser annehmen, dass sie noch mehr auch im Miteinander agieren und die Kommunikation im dem Moment auch führen, wo der Moment wichtig ist. Also auch dort eine Verantwortungsübernahme wächst. Ich wünsche mir natürlich sportlich, dass sie sich für die Turniere qualifizieren. Das ist völlig klar, obwohl es für Olympia schon eine große Herausforderung wird. Das ist allen klar, weil dieser Weg so schwierig ist, sich mit nur zwei europäischen Teams zusätzlich qualifizieren zu können. Ich bin mir sicher, dass sich die deutsche Frauennationalmannschaft für die EM 2025 qualifizieren wird. Und hoffe jetzt einfach, dass dieser eingeschlagene Weg, dieser Prozess, den wir angeschoben haben, und das möchte ich auch betonen, mir ist natürlich schon auch ein Stück weit vergessen worden in dieser ganzen Darstellung jetzt, in dieser ganzen Kritik, was haben wir eigentlich die letzten 5 Jahre gut gemacht? Was haben wir eigentlich angeschoben? Was haben wir zusammen, ich sage bewusst zusammen, erreicht? Weil das ist ja ein Stück weit verloren gegangen. Was haben wir in der Corona-Zeit mit diesem Trainerteam für die Spielerinnen, mit den Spielerinnen erreicht? Was haben wir danach geschaffen mit diesen ganzen Prozessen? Darauf möchte ich zurückgucken. Das gibt mir gerade auch die Stärke und ein Stück weit auch Sicherheit, dass ich das Positive auch sehen kann, dass ich wieder nach vorne schauen kann. Das möchte ich nicht vergessen. Da blicke ich wirklich auch mit Stolz zurück. Und wie gesagt, hoffe natürlich, dass sich die Mannschaft dann weiterentwickelt. Wir haben viele junge Spielerinnen in dieses Team gebracht. Wir haben den Mut gehabt, sie zu entwickeln, ihnen Vertrauen zu geben. Mit dem Wissen, wir können auch scheitern. Es wird vielleicht nicht alles funktionieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man sich dem stellen. Martina, ich danke dir. Ich danke dir.